Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Force. Ich bin der DSD Steve und. Euer Gérard. Nein, euer Let's Play Retrobold. Endlich! Eine neue Stadt! Eine Stadt! Wie sieht so eine Dragon Ball aus, irgendwie? Dass du dich aber auch immer besch. Das. Was? Dass du dich auch immer beschweren musst. Wir haben irgendwie das Lesen verlernt von der letzten Episode zu dieser, deswegen entschuldigt uns bitte. Wo kommt ihr her? Okay, das. Jetzt dachte ich gerade eben. Naja, egal. Wir kommen aus Haven. Wir haben uns hierher durchgeschlagen und suchen nun einen Unterschlupf für die regnerische Nacht. Ah, ihr kommt aus Haven. Ich dachte, ihr kommt vielleicht aus dem Osten. Was wäre denn daran so besonders? Die Orks haben im Osten einen Wall gebaut. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, spricht morgen mit dem Bürgermeister. Natürlich, der Bürgermeister. Naja, ist ja nicht unser Problem. Wir reisen gen Westen weiter. Wow, die gefällt mir. Die ist rational. Man kann den Bürgermeistern der Spielwelt zumindest nicht unterstellen, dass sie nicht fürs Volk da wären, ne? Ja. Gut, wir werden uns dann morgen informieren. Ich wünsche euch eine ruhige Nacht. Ja, also So, ein kleiner Gruppenwechsel. schauen wir uns mal die Party an. Level 3 und Level 2, das ist ja. Wow, er hat eine Menge Trefferpunkte. So, wie sieht sie Und er aus? kann. Sie hat einen Bumerang, Dann okay. ist es doch nicht Gerard, der den Bumerang trägt. Aber Alex hat dann wahrscheinlich trotzdem die Äxte, weil er hat ja einen Dolch. Genau, und hat LX die Äxte. Ja. Aber dann haben wir haben jetzt schon drei Partymitglieder kennengelernt. Jetzt noch die beiden und Alex. Sind wir schon bei sechs. Na, vielleicht haben wir so eine Party, wo man immer aussuchen kann, wer quasi in der aktiven Party ist am Ende. Ja, wahrscheinlich wird es so sein, dass wir bis zu einem gewissen Zeitpunkt immer unterschiedliche Leute spielen und die dann irgendwann zusammenfinden Ja. und wir dann irgendwann vor die Entscheidung gestellt werden, wer geht jetzt mit Ellen mit. Und natürlich sind das Alex, Helen und Gerard, weil Standardtruppe, ne? Hallo, wir hätten gerne zwei Zimmer für die Nacht. What the fuck labert der? Zwei Zimmer, das kostet ja doppelt so viel. Das Und ich macht rede noch nicht mal davon, dass er eine Rothaarige bei sich hat. dann 350 Naira. Kein Problem. Gute Nacht. Gute Nacht, die Zimmer sind oben. Mann, ist das teuer! Warum zahlen wir eigentlich nicht 700? Und vor allem, warum haben die jetzt Geld? Oder woher haben die das? Ja. Warum mussten sie zwei verschiedene Zimmer nehmen? Da ist die Nacht schon wieder vorbei. Blöder Mist. Dann werde ich diesen VfL Gerama aus dem Bett werfen. Ich muss sagen, die gefällt mir. Das ist bisher irgendwie der sympathisch krank. Mal gucken, ob wir das Inventar haben von der anderen Truppe. Ja, haben wir. Ich habe ja auch in dem Thread zur Demo gelesen, dass man ja auch den Leuten aus der Intro-Sequenz theoretisch das Inventar hätte wegnehmen können. Okay. Und dann hätten wir das später gehabt. Tja, so clever waren wir nicht. Verdammt. Verdammt. Alles Aufgaben von Beta-Testen. Blauer Stein, auch sie hat die kriminelle Energie in sich. Erstmal alles looten. Na gut, das ist ein Hotel, ne? Aus einem, also bei einem Hotel, da ist das ja Standard, ne? Die rechnen damit, Ja. dass die Leute was mitnehmen. Genau, die. Wo steckt der Kerl nur wieder? Ja, ich meine, das ist ja ganz normal. Ach, verdammt. Aha, ja, Wundverband war das, glaube ich. Das Problem ist halt, du drückst halt, ich drücke halt immer Leertaste, ja? Und in den meisten Sachen passiert ja nichts und dann kann es ganz schnell passieren, dass dann doch überraschend es auf einmal was gibt. Du da, weißt du, wo mein Begleiter hin ist? Geht es auch freundlicher? Er wollte, soweit ich weiß, zum Bürgermeister. Er ist das Haus im Norden auf der Erhöhung. Ja, Alex ist schon so ein. Geralt ist schon so ein richtiger Alan geworden. Natürlich muss mit dem Bürgermeister. Auch noch ganz alleine, ja. Ja. Unbedingt. Muss
alles besprochen werden. 300 Naira, sehr schön, dann mal fast unser Geld wieder. Siehst du? Das haben wir schon auf 50 Naira bezahlt. Das ist schon ziemlich krass, wie viel Geld hier einfach so überall rumliegt. Ja, ich meine, ist doch klar, es wird halt bereitgelegt, wenn man es looten kann. Ich meine, ich kann den Ansatz ja verstehen, aber er wird hier ein bisschen ad absurdum geführt. Es ist schon so ein bisschen übertrieben, ne? Lea. Lea ist nicht, ich weiß nicht, Lea ist irgendwie immer so das Beste, oder? Also, Lea. Weil wenn vor so 10 Personen nichts gesagt wird und bei dem einen, dann ist es Lea. Ich meine, und wie gefällt dir dieses Städtchen? Das sieht halt irgendwie aus wie alle anderen davor. Hm? Also, ganz gut, aber irgendwie alle davor. Da vorne ist er ja. Entschuldigung. Der Bürgermeister befindet sich in einer Besprechung. Kümmere dich um deine Angelegenheiten. Also wirklich? Gerard! Talsina! Was machst du hier? Ich möchte weiter. Ey, jetzt halt doch mal die Klappe. Ja, doch meine Pflicht besagt, dass ich mich um die Leute kümmern muss, die Hilfe brauchen. Was gehe ich andere an? Wir haben unsere eigenen Probleme. Ey, jetzt zick mal nicht so rum. Dann warte doch im Hotel auf mich, wenn es dich nicht interessiert. Von wegen. Ich will mich auch nicht zu Tode langweilen. Könnten wir bitte zur Sache kommen, Herrschaften? Natürlich. Also, du willst uns helfen, ja? Hehe, dann schau mal bei den Orks vorbei. Ich bin ein Bürgermeister und schicke ein Kind zu Orks. Und wie komme ich dahin? Wie? Du willst uns wirklich helfen? Aber du bist doch noch so jung. Na und? Ich habe meine Soldatenausbildung abgeschlossen. Ich werde mich diesem Problem auch ohne ihre Einwilligung annehmen. Dann sollst du wenigstens nicht ohne vernünftige Informationen und etwas Unterstützung aufbrechen. Wow, das ist logisch, ja? Also, die Orks haben im Osten ihren Wall gerüstet. Doch der Sinn erschließt sich uns nicht, da die Taru-Orks eigentlich friedlich sind und mit uns Menschen handeln. Könnt ihr wohl herausfinden, was da vor sich geht? Nein, aber wir werden allen den Kopf abschlagen. Ich meine, natürlich, das können wir gerne übernehmen. Doch eine Frage, was sind Taru-Orks? Die Orks sind unterteilt in zwei Arten. Chaos-Orks und normale Orks. Paki-Orks und Taru-Orks. Chaos-Orks. Die gibt's in Warcraft. Ja, das dachte ich mir gerade auch. Taru-Orks benehmen sich ähnlich wie wir Menschen. Sie betreiben aber keine Landwirtschaft. Darum handeln sie mit den Menschen. Sie jagen für uns und liefern Fleisch. Wir geben ihnen Gemüse und Obst. Paki-Orks leben in einer Kolonie und kämpfen nur für sich. Sie verstehen auch nicht, wieso die Taru-Orks sich mit den Menschen einlassen. Interessant. In Ordnung. Ihr müsst euch eigentlich nur durch den Wald im Osten schlagen. Die Stadt der Taru-Orks findet sich mitten im Wald. Lasst euch von meinen Sekretärin noch ein paar Heilmittel geben und dann wünsche ich euch viel Erfolg. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Du musst allen helfen, was? Tja, Talsida, ich helfe gerne und viel. Habe ich mir von meinem Vater abgeschaut. Viel wichtiger ist aber, dass dort eventuell meine Eltern sein könnten. Nach unserem Schiffbruch haben wir uns schließlich aus den Augen verloren. Und ich habe keine Ahnung, in welche Richtung sie weggespült wurden. Aber wir haben doch uns. Also komm schon. Dann viel Erfolg. Weißt du, das Allerschlimmste an der Sache ist, dass das alles bedeutet, dass Alex allein ist. Ja. Der Bürgermeister sagt, dass sie uns einige Heilmittel geben sollen. Oh, natürlich. Ja, den looten wir jetzt mal noch, den Bürgermeister. Denn was wäre eine... Papier. Okay. In einem Fass.
Okay. Es beantwortet zumindest die Frage, was die Leute in Fässern aufbewahren. Alles Mögliche. Am besten wäre es wirklich, wenn man mal irgendwie an so ein Fass klickt. Oh mein Gott, in dem Fass ist ein Fass drin. Ja, Inception. Und hier ist nichts zum Looten. Du lachst, aber das Fass im Fass im Fass ist dann nur der nächste Schritt. Oh ja, Gerard. Ich dachte, du wolltest deine Eltern finden. Weißt du, ich habe am Anfang des Gesprächs mit dem Bürgermeister gehört, dass sich niemand auf dem Weg zu den Orks befindet. Ich meine, jemand auf dem Weg zu den Orks befindet, der ein mächtiger Krieger sein soll, der obendrein noch die Magie beherrscht. Das kann nur mein Vater sein. Dies hat er zumindest von einigen Leuten gehört, die diese Person weit gesehen haben sollen. Und diese Beschreibung trifft perfekt auf meinen Vater zu. Er hatte natürlich auch einen Adonis-Körper und langes, schillerndes, blaues Haar. Er muss es einfach sein. Ist das nicht eher unwahrscheinlich? Ich finde sie immer sympathischer, wirklich. Eigentlich nicht. Ich meine, mein Vater ist der einzige strahlende Mensch der Welt, der einfach alles kann. Der Rest sind einfach nur irgendwelche Level-5-Idioten. Außerdem soll der Typ mindestens genauso hilfsbereit sein wie ich. Na schön. Also man kann schon sagen, wie der Vater so der Sohn, was die Dämlichkeit angeht. Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, Talsida ist bisher zumindest keine Ja-Sagerin, so wie die anderen Charaktere. Sie ist die erste Frau vor allem, die eine eigene Meinung hat. Ja. Sie ist jede. Ich weiß gerade auch gar nicht so wirklich, wer sie ist. War sie am Anfang schon in der Zwischensequenz dabei? Nein, sie ist neu. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Sie ist neu. Die hat man definitiv nicht gehabt. Okay. Habt ihr kein Benehmen? Raus aus meinem Haus! Entschuldigung. Gelootet haben wir dich sowieso schon, ne? Richtig. Von dir brauchen wir nichts mehr. Lederrüstung. Ja. So ist das, ne? Einfach so. In einem Fass. Oder war das jetzt im Schrank? Das war im Schrank. Okay. Und dann gibt's sogar Sinn. Kein interessantes Buch dabei. Mein Mann spinnt doch. Wieso? Er glaubt den Nachbarskindern, die haben angeblich ein Monster am Strand nördlich von hier gesehen. Oh, das war bestimmt Alex. Das sehen wir uns an. Was? Wieso das denn? Weil wir Hauptcharaktere in einem Videospiel sind und wir so viele Quests wie möglich machen wollen, damit wir so viel vom Spiel wie möglich sehen können. Und außerdem, wenn die Kinder da zum Strand gehen und da wirklich ein Monster lauert, dann sollten wir uns das mal ansehen. Na schön. Ihr seid doch bescheuert. Gut. Bringt mir seinen Kopf, wenn es ein Monster gibt und ich werde euch entlohnt. Werden Sie es sich an die Wand hängen? Ganz recht. In Ordnung. So. Erinnert mich irgendwie an den Typen aus Pokémon XY, der mir sagt, bringt mir ein Genesekt, ich will ein Genesekt sehen. In meinem Alter ist man froh, wenn man ein gutes Buch hat und es sich gut gehen lassen kann. Was haben Sie denn beruflich gemacht? Nicht so förmlich, mein Junge. Ich war auf dem Feld tätig, was nun mein Sohn übernommen hat. Oh, ja, das scheint extrem harte Arbeit gewesen zu sein. Knüpfst du mal in den brütenden Hitze. Fischnetze, das ist auch nicht gerade Spaziergang. Stimmt wohl. Also den Namen Hain haben wir dich mit T schon gehabt. Aber das war mit E. Ja. Doch möchte ich mit den Soldaten nicht tauschen. Die riskieren immer ihr Leben. Und ich riskiere nur das Leben meines Gemüses. Nein, Soldaten riskieren nicht ihr Leben, weil sie stehen eh nur dumm rum und wollen Krieg um den Krieg. Ey, das ist genau dasselbe wollte ich gerade eben auch sagen, Mann.
So kann man es natürlich auch betrachten. Danke für das Gespräch. Nun möchte ich euch aber nicht mehr eure Zeit stehlen. Gerne. Ich wollte gerade sagen, aber er stiehlt uns den Ausgang. Also mal ganz ehrlich, Soldaten sind immer so ziemlich die dümmsten Charaktere in... Also es war's in... Da steht doch ein Händler, oder? Ja. Ja, ja, der Reisenhändler. Dann wollen wir aber trotzdem... Wir schauen mal, ob's stimmt, was es eigentlich mit unserer Ausrüstung, die wir gefunden haben. Ah, wir haben ja schon jeweils Lederrüstung. Das heißt, die können wir nachher verkaufen. Hallo, kommt ihr von den Orks? Nee, aber wir gehen zu den Orks, um zu erreichen, dass ihr in Ruhe gelassen werdet. Echt, du bist echt voll der Held. Ich weiß. Hast du große Angst vor den Orks? Ja, die sehen unheimlich aus. Verstehe. Hier waren wir drin, ne? Waren wir jetzt das Haus hier. Was? Wow, wie zum Teufel hast du das gemacht? Hä? Oh mein Gott, du hast einen Glitch, also einen Bug oder was auch immer. Ja, ja, entdeckt. Also ich glaube, das... Ein Feld, das man eigentlich nicht begehen richtig, sollte. Genau, richtig, ja. Mal wieder. Dieser böse DSD-Steve, ne? Schade, dass es nicht so ist wie bei Zelda für Super Nintendo, wo wir dann direkt zur letzten Map kommen und einfach zum Intro springen können. Ja. Nicht zum Intro, zum Abspann, meine ich. Ja, ist ja irgendwie echt krass, ne? Weihwasser. Ein paar Pilze sind hier drin. Pilze? Ja, wir wollen nur direkt Loot haben. Ein Buch mit dem Titel Sanadorae, Dark Winter Tale. Oh weh. Eine Geschichte in einer Sprache, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Warum zum Teufel liegt das in diesem Land rum? Die Leute dort haben es dadurch nicht besonders leicht, weil da immer Schnee liegt. Mehr Loot. Wir wollen mehr Loot. Egal, ihr Orks, so gut und so böse sind, wir machen sie einen Heidenangst. Besteht dafür ein Grund? Die sehen so schauderhaft aus. Versuch nicht alles nach Äußerlichkeiten zu beurteilen. Damit hast du zwar recht, aber trotzdem... Ja. Tja, die Menschen hier haben Angst vor den Orks. Dass meine arme Tochter immer Angst vor den Paki-Orks haben muss. Sie schaut sogar nach, ob einer unter ihrem Bett ist, vor dem Schlafen. Die soll sich mal nicht einschiffen. Hast du vor nichts Angst? Ich habe nur Angst, dass ich dir was antue, wenn wir nicht endlich dieses Kaff verlassen. Schon gut. Ich glaube, ich habe sie jetzt schon mit 4 verschiedenen Stimmen gesprochen oder so. Kann ich nicht so wirklich beurteilen. Vielleicht ist das ja auch so eine Eigenart von ihr. Sie spricht in vielen Zungen. Ja. Stimmen. Hier und links ist noch ein Haus. Genau. Das nehmen wir auch mit. Oh hallo. Das ist deiner. Alles klar. Oh, hallo. Seid ihr neu hier? Wir sind bloß auf der Durchreise. Ach so. Und etwa zu diesen Paki-Orks? Nein, zu den Taro-Orks. Passt bloß auf euch auf. In dem Wald gibt es jede Menge aggressiver Pilze. wir haben nicht vor, Pilze zu sammeln. Aber danke. Für den Rat. Hat er eigentlich auch die gleichen Aufgaben? Ja. Zumindest die Pilzsuche, ja. Oh. Ja. Geschichten über Taro-Orks. Anscheinend sind sie nett. Sehr schön. Jedes Haus was zu looten. Sie sind so in ihr Gespräch vertieft, dass sie uns gar nicht bemerken. Dann können wir ja einfach alles klauen. Hast du schon gehört?
Was soll ich denn gehört haben? Östlich im Wald, da soll irgendwo eine alte Ruine sein. Eine alte Ruine? Was hat es mit dir auf sich? Nun, wir müssen unbedingt laut reden, damit hier die Leute eine Sidequest bekommen. Also, nun, die scheint etwas mit Atropo zu tun zu haben. Atropo? Ach, du spinnst doch. Wieso gerade hier? Na, Atropo, wieso nicht gerade hier? Von wem weißt du das? Von Atropo, von einem Reisenden, der vor kurzem hier war. Atropo. Er hat es mir vor dem Hotel erzählt. Atropo. Glaub doch nicht immer alles. Aber Atropo, welchen Grund hätte er zu lügen? Männer machen sich gern wichtig. Wohl nur Waschweiber Geschichten. Ja, das war schon mal ganz gut in dem Loot hier. Den kaufen wir jetzt noch ein bisschen ein. Ich muss aber sagen, dass mir die Dörfer ein bisschen zu langweilig sind. Die sind nicht immer alle nach demselben Schema aufgebaut und... Ja. Verdammte Feldarbeit! Sein Feld bedeutet jeden Tag harte Arbeit. Nun... Ach, kein Wort, ihr Soldaten habt davon doch eh keine Ahnung. Da hast du recht. Jep, wir stehen nämlich nur dumm rum. Und schlagen Leuten den Köpfe ab. Ja. Wir wollen... Jetzt gibt's auch rote Trank. Wie? Wir haben 6? Ist cool. Nehmen wir noch einen davon. Davon haben wir noch... wir haben noch ihr Heilmittel bekommen. Okay. Cool. Gut, Leute. Ich würde sagen, im nächsten Part... Gehen wir denn gen Osten? Ich war DSD Steve und euer Let's Play Retro World. Bis zum nächsten Mal.